Ob Chrome allerdings auch das Profil im richtigen Verzeichnis angelegt hat, werden wir jetzt erst sehen, wenn wir hier draufklicken. Klicken wir mal drauf. Ja, da sind unsere Dateien. Die sind also korrekt angelegt worden. Wenn unser Profilaufruf an Chrome, das war hier dieser Teil mit dem User Data Dir, wenn das nicht korrekt gewesen wäre, dann wären diese Daten hier im Account-Verzeichnis unseres Benutzer-Accounts unter Windows XP in diesem Fall gelandet. Und das wollten wir ja auf jeden Fall vermeiden. So, das klappt also. Wir haben allerdings einen anderen Nachteil festgestellt in unserer Anwendung. Und zwar, ich weiß nicht, ob Sie es gesehen haben, beziehungsweise ob die Software das einfangen wird, aber es war ganz kurz hier oben unsere Anwendung zu sehen und dann hat sie sich wieder beendet. Das ist natürlich sehr unfein. Der Benutzer wird das nicht zu schätzen wissen, dass eine Anwendung kurz mal aufpoppt, um direkt danach zu verschwinden. Er versteht das ja auch nicht, sage ich jetzt mal im Großen und Ganzen. Deswegen gehen wir hin, Formload, die erste Zeile, me.visible gleich false. Das heißt, wir setzen unsere Anwendung als unsichtbar an, beziehungsweise sichtbar gleich falsch. Das heißt, damit bekommt der Benutzer unsere Anwendung normalerweise gar nicht zu sehen, weil die meisten Starts, die er machen wird, die sind ja eben, sage ich jetzt mal, Start 3 oder 2 oder höher. Nur beim ersten Mal soll ja eben unser Formular überhaupt zu sehen sein. So, logischerweise müssen wir dann allerdings, wenn wir hier die If File Exists Abfrage starten und feststellen, dass die Chrome Loader INI noch nicht besteht. Das heißt, wir haben den allerersten Start unseres Programms. Dann müssen wir natürlich me visible gleich true setzen. Me visible gleich true. Das heißt, wenn der Benutzer das Programm zum ersten Mal startet, dann kommt genau das, was wir eben auch hatten. Und wenn er es zum zweiten Mal startet, dann passiert genau das, was wir jetzt auch gerade hatten. Dann wird es eben nicht mehr sichtbar. So, ich speichere das nochmal. Erstellen. Rüberkopieren. Das war natürlich jetzt die falsche Location. Aus dem Verzeichnis muss ich raus, nochmal kopieren. So, ich werde jetzt die Chrome Loader INI entfernen, genauso wie das ganze Profil. Und jetzt spielen wir dieses Szenario nochmal kurz nach. Ich starte die Chrome Loader Exe. Es wird erkannt, dass die INI-Datei nicht da ist und ich bekomme das Formular zu sehen. Ich lasse die Einstellungen wie hier vorgegeben, drücke auf Speichern, kriege den OK-Button. Die Anwendung hat sich beendet, unsere INI-Datei ist da und das Profile-Ordner ist ebenfalls vorhanden und ist auch leer. So, der Benutzer startet zum zweiten Mal. Jetzt sehe ich hier gar nichts. Doch, ich habe wieder was gesehen. Da müssen wir uns noch was anderes einfallen lassen, wie das noch schneller geht. Aber hier ist wieder unsere Anwendung. Profile ist auch vollgeschrieben inzwischen. Also mit dem Verschwinden unserer eigenen Anwendung, da müssen wir uns noch was anderes einfallen lassen, wie wir das nochmal schneller hinkriegen. Wie wir das Problem mit der Sichtbarkeit des Formulars für kurze Zeit lösen, das machen wir ganz am Ende des Videos. Da schwebt mir schon etwas vor. Wir kümmern uns jetzt aber erst nochmal um ein anderes Problem. Und zwar, das ist bis jetzt so ein bisschen untergegangen. Ich lösche nochmal alles. Also es wird gelöscht. Und wir nehmen an, das ist jetzt der zweite Start. Den habe ich ja jetzt gerade, obwohl es nicht der zweite Start ist, nochmal herbeigeführt. Nämlich die Chrome Loader INI ist vorhanden, aber in dem Profil ist noch nichts drin. Das heißt, wir rufen die Chrome-Exe jetzt wieder auf mit dem entsprechenden Aufruf. Ich hole ihn nochmal gerade rein. Mit diesem Aufruf und Chrome-Exe wird erkennen, da ist ja noch gar nichts drin in diesem Profil und fängt an, die Dateien reinzuschreiben. So, das machen wir jetzt mal. So, da war es wieder. Jetzt kommt hier auch wieder mein Chrome-Exe rein. So, denn jetzt haben wir, ich werde die nämlich jetzt absichtlich nicht schließen. Und ich gehe jetzt nochmal in mein Profile-Verzeichnis. Und hier sind die Daten, sind schon alle da. Das ist nicht schlecht. Was allerdings schlecht ist, ist die Local-State-Datei. Die Datei, um die sich der ganze Aufwand hier dreht. Die Datei, die die Client-ID beinhaltet und alle anderen, sage ich jetzt mal, metrischen Daten, die Google Chrome-Exe für uns angelegt hat, die ist noch gar nicht vorhanden. Die ist noch im RAM-Speicher drin. Da kommen wir so nicht dran. Die wird erst angelegt, wenn ich den Chrome-Browser beende. So, ich beende den jetzt und dann werden Sie sehen, kommt hier eine neue Datei hinzu. Ich
Klicke drauf, zack, und da ist sie, die Local State Datei. Kann ich sie öffnen? So, und hier sind die Daten drin. Und hier ist unter anderem die Client-ID, die wir entfernen wollen. Das bedeutet für uns wiederum folgendes Problem. Wenn wir zum ersten Mal die Anwendung starten, ist das Verzeichnis komplett noch nicht vorhanden und auch die INI-Datei noch nicht vorhanden. Dann wird dieser Teil ausgeführt. Das funktioniert. So, wenn unser Programm zum zweiten Mal gestartet wird, dann stellt unsere Anwendung fest, okay, INI-Datei ist vorhanden und ich starte ganz normal das Programm. Und zwar über die User-Data-DIR. So, und Google arbeitet ganz normal. So, jetzt müssen wir allerdings hingehen und diese Client-ID, die müssen wir jetzt rausfiltern. Jetzt haben wir aber das Problem, dass beim zweiten Start, also bei dem Start, den ich jetzt gerade gemacht habe, die Client-ID ja noch gar nicht in Datei geschrieben war. Das heißt, sie war ja noch im RAM. Und deswegen müssen wir unsere Abfrage bzw. unseren Wunsch, die Client-ID aus der Local-State-Datei zu entfernen, vorher absichern, ob diese Local-State-Datei denn überhaupt schon da ist. Denn ab dem dritten Programmstart ist sie da. Denn bei dem dritten Programmstart ist die Local-State bzw. die Client-ID des zweiten Programmstarts ja abgespeichert worden. Aber beim zweiten Programmstart ist sie eben noch nicht drin. Und deswegen müssen wir, bevor wir hier anfangen, die Client-ID herauszufiltern, erstmal wieder über File-Exists abfragen, ist denn überhaupt eine Local-State-Datei da? Also if file.exists myapplication.info.directorypath und / und profile name. Jetzt müssen wir ja quasi unsere Anwendung, unsere Exe ins Verzeichnis, ins Benutzerverzeichnis schicken und / local / state / true. Dann else and if. So, das kommentiere ich hier auch wieder. Also if true, local state ist da, gleich dritter oder mehr, mache ich einfach mal dritter plus Programmstart. So, local state ist nicht da. Das bedeutet zweiter Programmstart. Wenn unsere Anwendung zu dem Entschluss kommt, dass die Local State Datei nicht vorhanden ist, wir also gerade den zweiten Programmstart ausführen, das haben wir ja genau eben gemacht, dann muss unsere Anwendung natürlich auch nichts filtern, denn die Client ID ist ja noch nicht vorhanden. Das heißt, wir sind quasi hier mit dem Kommentar schon fertig. Wenn allerdings die Datei da ist, dann soll sie auch rausgefiltert werden. Und dieses Filtern, das übernimmt für uns quasi folgende Prozedur. Der Streamreader, den kennen Sie schon aus älteren Videos, der wird diese Local State Datei, der wird die Zeile für Zeile einlesen. Ich öffne sie hier mal gerade. So, der wird sie Zeile für Zeile einlesen und er wird eine Kopie für uns erstellen. Der Streamwriter oder Writer, der wird diese gelesene Zeile für uns abspeichern. Das heißt, wir bekommen für einen Bruchteil einer Sekunde, je nachdem wie schnell unser Rechner ist, erstellen wir eine komplette Kopie der Local State Datei. So, und jede Zeile wird überprüft von unserer Routine, ob denn hier diese Client-ID drin ist. Und wenn diese Client-ID drin ist, dann wird diese Zeile nicht abgespeichert. Und so erstellen wir also eine Kopie der Local State Datei, die diese Zeile hier nicht beinhalten wird. So, und nachdem wir das komplett durchexerziert haben, werden wir die Original-Local-State-Datei löschen und unsere